Also wir machen das Karpentraining, um den Besuchern zu zeigen, wie schlau Karpfen bzw. Fische sind. Dabei haben wir dieses rote und dieses blaue Schild. Karpfen haben wir so trainiert, dass auch das rote Schild kriegen. Wir haben angefangen, indem wir das Futter nur beim roten Schild gefüttert haben. Die Glocke war damals noch das Signal, jetzt gibt es was zu fressen. Und dann haben sie irgendwann miteinander verbunden, dass das Futter mit dem Rot zusammenhängt. Und jetzt haben sie schon so drauf, wenn ich nur das rote Schild reinhalte, dass sie dann sofort dorthin schwimmen. Und das Blaue ist einfach nur als Referenz, um zu zeigen, dass es wirklich am roten Schild liegt. Weil nicht an meiner Person, deswegen gehe ich immer ein paar Schritte weg, um ein bisschen genauer zu erklären, dass es wirklich am Schild liegt. Und wenn sie dann hingehen, gilt das die Glocke als Signal. Also was beim Hund der Klicker ist, ist jetzt bei den Fischen die Glocke. Dann wollen wir es natürlich nach der Zeit ein bisschen ausbauen. Mehrere Farben, andere Symbole, dass sie auch vielleicht nach oben und unten schwimmen. Und das ist dann so geplant.